nach der halben Minute habt ihr verloren. Circa 4 Kilometer. Morgenstimmung. Gleich geht die Sonne auf. Vor uns laufen hier im Halbdunkel Sportfreunde Wiesner und Große. Noch in guter Stimmung. Und Berge gibt es hier überhaupt nicht. Da haben sie gespindelt. So, etwa 15. Na ja, mehr 16 Kilometer beim Thüringen Ultra. Immer wieder im Blick der große Inselsberg. Inzwischen geht die Sonne auf. Und jetzt kommt gleich Sportpoint Wiese, der gerade zum Schlusssport ansetzt für die letzten 80 Kilometer. Und Kollege Alter Bergmann, noch frisch und munter auf dem Wege in Richtung Inselsberg. Viel Spaß noch, 85 Kilometer sind es noch. Kilometer. Schwerer Anstieg hoch zum Rennsteig. Wir nähern uns der Glasbachwiese und kreuzen damit die Strecke des Rennsteiglaufes. Ich drehe jetzt den Film Aldo allein im Wald. Ich bewege mich am Fuße des großen Inselsparks. Bin auf einer Endzeit von 14 bis 15 Stunden unterwegs. Erst auf 15 trainierend. Es ist warm. Und die anderen sind weit weg. Keine Menschenseele. Was soll's, ich habe mich hier so ausgesucht. Ich denke, ich gucke nicht richtig. Da kommen wir glatt hier an der Grenzwiese raus. Ich habe nicht gedacht, dass hier so hoch am Inselsberg vorbei kommen. Die Einsamkeit hat immer an den Verpflegungsstellen ein Ende. Da sind Menschen. Kurz vor Kilometer 50, ich denke mal 48, 49. Scheinbar ein alter Bahndamm. Spannend. Und da vorne ist ein Mensch. Wahnsinn. Ja, Eisenbahnstrecke eben. Kein Wunder, dass da hier auch noch ein Tunnel durchfährt. Was heißt durchfährt? Etwa 62, 63 Kilometer, ein fast zu Tränen rührender Moment. Kilometer 37 des Rennsteiglaufs. Wir kommen von der gleichen Stelle. Wer weiß wieso. Ist das ein Wahnsinn. Ist das einfach nur schön. Ja, heute verlassen. Keine Wiener Würstchen. Schweinerei. Angeblich 6 Kilometer.
Kilometer nur bergab. Auf diesem wunderschönen schmalen Pfad. Ja, der Ultra-Trailer würde sagen, ein Single-Trail. Sehr reizvoll, sehr schön. Ein irrer Lauf. Tom macht die Tarts. Nur 72 Kilometer. Bisher war es bedeckt und sah letztes Jahr nach Gewitter aus. Das scheint vorbei zu sein. Jetzt knallt die Sonne. Es geht nach Finsterbergen, heißt das in der nächste Ort, glaube ich. Das ist dann die letzte Hauptverpflegungsstelle bei Kilometer 77. Na dann, hallo. Hallo, super. Mittelschwere Schweinerei. Na, freilich. Aber du hast sie geschafft jetzt. Wir begrüßen das Dorf Nummer 25. Wettsteigerverein aus Cottbus. Aldo Bergmann. Oh. Herzlichen Glückwunsch.